Dann wollen wir noch mal. Also wie jetzt das mit dem Überspringen? Ach, mir lasst das. Genau hier vorne. Haben wir das schon mal gesehen? Können wir überspringen? Ich weiß leider nicht mehr, wie ich die komplette Szene überspringen kann. Na egal. Sollen wir wirklich nochmal gegen Shiva kämpfen? So. Time certainly has not made you any more clever. What we're trying to say is, the two of you are no match for all three of us at once. Wählen wir noch mal aus, ne? Right, I get it. Thanks. Now, let's see. Huh? Wait, get what? Gut. Was? Die Hamu. Hatte ich so überhaupt nicht, aber zeig mal. Ionenschlag. Tönt noch ein Blitz. Nein. Und was ist mit Diffrit? Sollen wir Ifrit wählen? Wir haben Stein dabei und Wind. Müssen eigentlich gegen Feuer gut sein. Komm, wir versuchen es gegen Ifrit. Ganz sicher nicht gegen Hamu, gegen sie haben wir schon verloren. Ach nee, Tama, echt? Wir dürfen anfangen sogar. Gut, Menü. Fertigkeiten. Elementsynergie. Äte. Versuchen wir das doch gleich mal. Sollte ja eigentlich sogar ziemlich schaden. 145. Was hast du? Na, Feuer gegen Feuer wird nicht viel bringen. Aber wie haben wir jetzt gelernt? Machen den normalen Angriff. So, jetzt haben wir mal 4 Schaden gemacht. 153. Auch nicht viel mehr als mir eigentlich. Doppelstoß mal versuchen. Und 15. Ah. Spielt kein große Rolle. Können wir gleich mal weitermachen. Das ist schon mal sehr gut. Wir dürfen gleich wieder angreifen. Ja, ich glaube, wir können ihn tatsächlich besiegen. Ich versuche es mit dem Bewältigen. Mal gucken. Naja, 72. Das war nicht wirklich viel. Analyse bringt mir nichts. Angriff. Angriff ist die beste Verteidigung, wie man ja schon sagt. Und los. Sehr schön. So muss das doch sein. Wenn der Kerl ganz schön stark ist.
Ich suche sie einfach trotzdem mal. Ist Feuer gegen Feuer, aber mal schauen, wie viel Schaden das macht. Volltreffer, aber ist resistent. Naja. Macht nicht wirklich Sinn. Solange normal greift, ist eigentlich alles in Ordnung. Ich hoffe nur, er macht danach nicht irgendwie seine Mega-Attacke. Verfehlt? Lern mal zu treffen, Mann. Und die ganze Zeit mit Erde angreifen. Macht einfach am meisten Schaden. Ist das Beste, was wir momentan hier tun können. Feuer. Ja, das war ziemlich heftig. Du greifst an. Und dann kannst du ihn nachher selber heilen. Sehr gut. Ja, unbedingt. Und so schnell wie möglich. Ah. Komm, du bist schnell. Jawohl. Ja, wir geben ihm nochmal ein Item. Geben ihm diesmal den Heiltrank. So, sie ist auch wieder fit. Wir dürfen sogar angreifen. Diesmal trifft bitte. Jawohl, sehr gut. Hey. Ja, knapp die Hälfte ab mir. Den bekommen wir mir. Den bekommen wir down. Sehr gut. Das sollte zu schaffen sein. Komm, Wayne, gib Gas. Du bist schneller. Ist sie tatsächlich? Mir gefällt die Schwert, dass sie in der Hand hält. Oh oh. Purgatorium. Ein Schlaft auf beide? Das war jetzt aber richtig fies. Ja. So. Zuerst wieder beide heilen. Nein, nicht das. Gegenstände. Heiltrank, Lern. So, beide wieder fit. Und weh, du machst jetzt wieder dein blödes Purgatorium da. Ah, Glück gehabt, macht er nicht. Jawohl. Schon so langsam könnt ihr bald mal sterben und Falltreffer. 216, sehr schön. Jawohl, bald haben wir ihn. Wir schaffen es das mal. Hoffe ich zumindest. Komm, noch ein Falltreffer, dann haben wir ihn. Amen und viel. Er ist schon fast tot. Nur ist leider eigentlich nicht zu gebrauchen. Feuer ist mein Schwachpunkt anscheinend. Okay. Jetzt machen wir ihn fertig. Letzter Schlag. Genau. Noch nicht ganz. Hat noch ein bisschen, braucht nur noch zwei Schläge. Vielleicht auch drei. Komm rein. See how you like this. Oh, nee. Das haben wir noch echt verfehlt. Das finde ich nicht lustig.
Aber jetzt müssen wir ihn down bekommen. Wir gehen auf Nummer sicher. Und der ist eben noch nicht tot. Das gibt's gar nicht. Der ist fast tot, aber noch nicht ganz. Jetzt ist... Nicht euer Ernst, oder? Oh, Wayne lebt noch knapp. Ja, aber er ist fast tot. Na gut. Einfach treffen, bitte. Jawohl, jetzt ist er. Wollt ihr mich verarschen? Wie viel Leben hat er denn noch? Da hat er kein Leben mehr. Wenn er jetzt nicht tot ist, dann weiß ich auch nicht. Ja. Ah, geschafft. Das war allerdings ziemlich anstrengend. Wenn der Lern gestorben ist, bekommt auch keine Erfahrungspunkte. Tja, Pech gehabt. Gegenstände Mega Phönix. Tönt gut. Und Alma Kristall dreimal. Enough. I have seen my fill for one day. For what it was. A shame the two of you have so much growing up to do. Quiet, you! I'm a Hulk waiting. So long, we shall meet again. Well, our paths may cross before you know it. Bye-bye for now. Was ist denn das? What's this? A prismarium, duh. I know it's a prismarium, dummy. You didn't manage to imprison those tough mirages, but it looks like they gave you this prismarium from the same tribe as a consolation prize. I see. I guess we made the grade then. Prismarium eines Frifris erhalten. Okay. Och, das sieht ja lustig aus. Frifri. Riechsalz und Heiltrank haben wir auch noch. Ein frecher Bengel mit einem Faible für Feuer. Seine Hörner sind ein echter Hingucker und sein ganzer Stolz. Der Typ gefällt mir. Chris, der ist noch recht stark. Geschwind Köpfe 24. Gut. Sehr schön. Fertigkeiten anzeigen. Feuerflammenschlag. Anzünden. Anzünden deckt die. Moment. Den müssen wir unbedingt ja, metamorphosieren und wie auch immer man das sagen will. Ja, wir lassen ihn bei Frifri. Das sieht so süß aus. Metamorphose. Durch Metamorphose können sich deine Miragen in eine stärkere Form ihrer Familie verwandeln. Sie verlernen dadurch nichts, was sie schon wussten und konnten. Eine Mirage, die von dir in ihre Stufe gesteigt wurde und dann ihre Metamorphose durchlaufen hat, ist also immer stärker als ihr wildes Pendant. Jawohl. Nachdem eine Mirage eine Metamorphose absolviert hat, kann sie in jeder schon freigeschalteten Form hin und her wechseln. Es gibt nur einen Haken. Deine Mirage kann die Form nur im Mira-Tresor enden. Wenn gerade weder Speicherstand noch Tor in greifbarer Nähe sind, kannst du Seraphim und den Mira-Tresor mit einem Seraphon zu dir rufen. Gut. Oh, und noch mehr zu lesen. Einzigartige Fertigkeiten. Der legendäre Tamastrahl. Es gibt Fertigkeiten, die nur von bestimmten Miragen erlernt und angewendet werden können und die diese Miragen nicht einsetzen können, wenn sie durch Metamorphose ihre Form wechseln.
Also Vorsicht, jawohl. Als Beispiel hätte mit da meinen super speziellen Tama Laserstrahl. Noch in der Entwicklung befindlich. Ja. Du willst deinen eigenen Laserstrahl? Jawohl, ich will mit den Augen tödliche Laserstrahlen verschießen können. Piu, piu. Glaubst du nicht, dass du dir damit die Netzhaut verbrennst? Das könnte ziemlich schmerzhaft werden. Müssen ja nicht die Augen sein. Jawohl. Wär's denn mit einem Puzzleschwanz laser? Ja, das würde ich irgendwie noch lustig finden. So, wenn sie so aus dem Puzzleschwanz plötzlich Laserstrahlen schießen könnte. The mirages of the nebula have been set free. And once again, time resumes its march. Was war denn das? Well, we better make our way back to Cornelia, before the Bahamutians get any funny ideas. We gotta go all the way back. You can head to Ninewood Hills right then now if you want to. Huh? Now that the boss has been the bested, I can make you an exit gate right here and now. It'll take you the back to Ninewood Hills, and from there, Cornelia's easy. Thanks to the buzz cut. I remember. You don't get shortcuts much the shorter than a buzz cut. Wait! Unless you buzz the buzz cut, and then the one have you got? I think at that point, you call it a bald cut. Ja. Ja, unbedingt speichern. Ja, gut. Dann haben wir jetzt also die Mirage, die hier war, besiegt. Haben einen Free-Free erhalten. Und können jetzt auch von hier aus zurück nach Neunwaldbergen. Haben wir jetzt. Ja, ich glaube, das machen wir auch. Und mir macht danach auch eine Aufnahmepause. Machen auch noch eine Aufnahmepause, da es auch schon 20 Uhr ist. Oh, Mega Phoenix belebt alle Gruppenmitglieder wieder und hat den kompletten TP. Schön. Ja, wie gesagt, heute ist auch noch Champions League, was ich unbedingt gucken möchte. Da heute auch der FC Basel spielt. Und ja, da würde ich sagen, wir machen jetzt hier eine kurze Aufnahmepause und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Was man allerdings noch selten machen könnte, wenn wir schon hier sind. Nee, nicht wirklich. Was vielleicht ihn schnell kurz angucken. Anzünden. Wobei, das könnte nützlich sein. Das lernen wir gleich einmal. Und da ich ihn so süß finde, es geht auch noch. Ja, gut. So weit, so gut. Ja, und somit würde ich sagen, jetzt müssen wir natürlich zuerst nochmal speichern. Und ich würde sagen, dann verabschiede ich mich hier von euch. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal bei World of Final Fantasy.